Die Frauen, die die Diagnose Brustkrebs bekommen, haben in erster Linie erst einmal Angst. Das ist auch nachvollziehbar, denn es ist eine potenziell tödliche Erkrankung. Wir haben in der heutigen Zeit die glückliche Situation, den meisten unserer Patienten sagen zu können, dass wir sie heilen werden. Das Wichtigste bei unserer Behandlung ist im ersten Schritt, die Patientin aufzuklären. Diese Aufklärung bedeutet, dass wir ihnen erklären, welche Art von Brustkrebs sie haben. Es gibt so viele verschiedene Arten von Brustkrebs, wie es Patienten gibt. Jeder hat seine eigenen Eigenschaften und Merkmale. Und genau nach diesen Merkmalen und Eigenschaften richtet sich das Behandlungskonzept. Und nur wenn die Patienten ihren Krebs verstehen, verstehen sie auch, was wir machen und warum wir es machen. Dabei ist ganz klar, dass die Patientin selber entscheidet, ob sie den Weg, den wir ihr zeigen, geht. Das möchten nicht alle Patienten immer. Sie möchten nicht immer alle Arten von Behandlung, die wir ihnen vorschlagen. Aber auch das ist für uns okay. Wir sind dafür da, diese Frauen in der Behandlung zu begleiten. Das Schöne ist, dass wir am DIAKO die Möglichkeiten haben, alle diese Arten von Behandlung in einem Haus durchzuführen. Das erste ist die Operation, die nicht gezwungenermaßen immer als erste stattfindet, aber die eben häufig dazugehört. Die Arten der Operationen reichen von relativ klein bis manchmal auch ausgedehnter. Früher war es häufig notwendig, bei Frauen in fortgeschrittenen Erkrankungen die Brust zu entfernen. Heute haben wir wirklich alle Möglichkeiten bei uns, diese auch wiederherzustellen. Das ist ein wirklicher Fortschritt. Was als zweites dazu gehört, ist häufig die Systemtherapie. Systemtherapie sagt man, weil man den ganzen Körper behandelt oder auch prophylaktisch behandelt. Somit kommt die Frau zu uns, fängt mit der Behandlung an, wird durch die Behandlung hindurch begleitet und die Behandlung wird bei uns auch zu Ende geführt. Ein Punkt, der mir noch ganz wichtig ist, ist, dass wir in unseren Behandlungsansätzen sehr modern geworden sind. Das bedeutet, dass wir manchmal auch die Reihenfolge von Behandlungen ändern. Dadurch haben viele unserer Patientinnen die Chance, selber zu erleben, auf ihrem Weg der Behandlung, wie der Krebs in ihrem Körper schmilzt oder manchmal sogar gar weggeht. Und dieses Fakt, den Triumph über die eigene Erkrankung während der Behandlung zu erleben, das ist die eigentliche Genesung. Thank you.